Hi, willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du dabei bist. Heute geht's um die Übung Burpees. Die Burpees sind eine super Ganzkörperübung mit HIIT-Effekt. Ganzkörperübung, weil sie eigentlich aus drei Übungen besteht. Einmal den Squat, den Liegestütz und den Strecksprung. Die ganzen Übungen vereinen natürlich die größten Muskelgruppen. Beine, den Core, die Schultern, also wirklich eine super Ganzkörperübung. Und HIIT, weil es ein High-Intensiv-Training ist sozusagen. Weil es den Puls ganz schön nach oben schnellen lässt und dadurch gibt es einen tollen Nachbrenneffekt. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal die einzelnen Schritte durch und ich zeige euch, wie man die Übung richtig ausführt. Wir fangen seitlich an. Wir stellen uns hüftbreit auf, gehen mit den Händen nach unten, springen zurück in den Liegestütz, achten darauf, dass der Rücken natürlich gerade ist, legen uns ab, können kurz alles vom Boden lösen, wieder nach oben stützen, nach vorne springen und nach oben. Und das wiederholt man dann. Nach unten, nach hinten springen, ablegen, nach vorne und nach oben. Ja, nach ein paar Mal ausführen merkt man schon, dass man ein bisschen außer Puste kommt, weil es halt wirklich auf den Kreislauf geht, die ganze Übung. Man bewegt sich viel, man springt, man benutzt die größten Muskelgruppen und man kann die natürlich auch etwas vereinfacht ausführen. Das wäre dann so. Wir gehen runter in den Stütz, bleiben hier, laufen nach vorne und springen nach oben. Oder wir springen nicht nach oben, sondern gehen einfach nur nach oben. Also nach unten, zurück, wir laufen nach vorne und nach oben. Das wäre jetzt eine leichtere Ausführung, wenn man es einfach so von der Kondition oder von der Kraft her nicht ganz so oft schafft. Für alle, die Ausdauer und Kraft genug haben, kann man natürlich dann versuchen, so viele wie möglich in einer so kurzen Zeit wie möglich zu schaffen. Aber man sollte natürlich die Ausführung nicht zu kurz kommen lassen, die Atmung nicht vergessen und es natürlich sauber ausführen. Also das ist schon das Wichtige, weil die Übung bringt nur dann was, wenn man auch die einzelnen Übungssteps wirklich gut ausführt. Man kann natürlich, wenn man unten ist, auch einen sauberen Liegestütz ausführen. Das wäre natürlich noch anstrengender, ohne es den Körper abzulegen. Das wäre dann nochmal ein bisschen schwierigere Ausführung. Und genau, alles dann einfach etwas schneller machen. Versuchen wir es. Und let's go! Ja, wie ihr seht, also man kann da schon ziemlich schnell die Übungen hintereinander ausführen. Jetzt habe ich immer die Beine zusammengelassen. Man kann natürlich dann auch wirklich einen Squat ausführen, aber das ist jedem wirklich selbst überlassen, wie man es auch ein bisschen selber sich am besten fühlt. Also die Burpees sind einfach eine super Ganzkörperübung, die auch überall auszuführen ist, also im Urlaub, im kleinen Hotelzimmer. Also da gibt es keine Ausreden, die nicht zu machen. Man kann sie ein bisschen abwandeln zu einer leichteren Version und natürlich auch ein bisschen schwerer ausführen. Also es gibt keine Ausreden, probiert es aus und dann sehen wir uns im nächsten Video.